Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Was bewegt dich? Ja Michael, was bewegt denn uns heute? Wir sind im Grünen, also nehmen wir eine Übung von einem Tier, was grün ist. Was ist das? Frosch. Ein Frosch. Und was macht er? Hüpfen. Hüpfen, genau das machen wir. Eine anspruchsvolle tierische Übung, der Frosch. Seid gespannt. Ja, also wenn wir jetzt die Übung machen, dann fangen wir erstmal ganz einfach an. Nicht mit einem Sprung, sondern mit einem Hüpfer. Und das kann jeder machen. So ein bisschen auf der Stelle hüpfen. Das ist der erste Teil der Übung. Der zweite Teil der Übung ist, dass ich mich aufstütze und mit den Beinen kurz nach hinten springe. Also, das machen wir jetzt einmal, zweimal ganz langsam. Wir hüpfen einmal hoch, gehen mit den Händen auf den Boden und jetzt springen wir einfach mal mit den Beinen nach hinten kurz und wieder nach vorne. Und jetzt haben wir wieder Zeit für den nächsten Hüpfer. Hopp. Okay. Und noch einmal. Direkt wieder runter. Ja, genau. Und hopp. Eine Frage, so ja. Mal zwischendurch kurz. Ja. Wenn ich mich in die Liegestützposition begebe, ja. Was muss ich besonders anspannen, weil sonst hängt man ja relativ schnell durch. Ich brauche eine gute, angespannte Rücken- und Bauchmuskulatur, um im Prinzip so zu sein wie ein Brett. Okay. Ja, das muss ich anspannen. Mhm. Für die kurze Zeit, wer noch nicht Bauch- und Rückenmuskulatur trainiert hat, ist das kein Problem. Okay. Aber am Anfang, liebe Zuschauer, nicht mehr als 5, maximal 10 von diesen Sprüngen, von diesen Froschsprüngen machen. Das ist sehr anstrengend und es treibt, wie du merkst, den Kreislauf nach oben. Kreislauf nach oben. Dann machen wir doch gerade noch 2. Machen wir noch 2. Gut. Oder 3 oder 4. Okay. Okay. Nein. Hopp. Liebe Zuschauer, Lisa und ich sind immer noch ein bisschen außer Atem. Das ist eine sehr anspruchsvolle Übung. Aber ihr könnt die durchaus machen, bitte aber am Anfang. Nicht mehr als 5 bis 10 Mal. Wenn ihr nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal so nach einer Minute, noch Lust habt, dann könnt ihr es gerne noch mal machen. Bitte nicht überfordern mit dieser Übung. Man braucht schon ein bisschen Kondition. Und man kriegt durch diese Übung auch noch ein bisschen mehr Kondition. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, bitte schaut in unsere Mediathek. Dort sind alle Übungen, die wir bisher gemacht haben, aufgelistet. Und ihr könnt sie euch anschauen und wie immer mitmachen. Und ansonsten schreibt uns gerne, wir helfen euch. Jetzt aber runter.